Jetzt kommt das Video mit der Erklärung zum Format offene Sprechstunde. Sag mal, Jöran, du kennst dich doch aus mit Erklärvideos. Ich habe mal eine Frage. Können wir gleich besprechen? Ich mache nur kurz das Video fertig. Okay. Vielleicht kennen Sie diese Situation hier. Es gibt so Personen, die man häufig in einer bestimmten Sache um Rat fragt, weil diese Person sich eben mit dieser bestimmten Sache gut auskennt. Im Englischen gibt es dafür den schönen Begriff Go-To-Guy, also ein Mensch, zu dem man hingeht, wenn man eine Antwort oder einen Rat in einem bestimmten Feld braucht. Im Deutschen wird Go-To-Guy häufig mit Ansprechpartnerin oder mit Beauftragte für etwas übersetzt. Aber genau zwischen den englischen und den deutschen Worten liegt ein interessanter Unterschied in der Bedeutung. Denn Beauftragte oder Ansprechpartnerin setzt eine gewisse Formalisierung dieser Rolle voraus. Demgegenüber ist die Rolle Go-To-Guy eher eine informelle Funktion. In den folgenden Minuten stelle ich Ihnen eine Methode vor, wie diese Funktion des Go-To-Guys ein Stück weit institutionalisiert und für die Fortbildung eingesetzt werden kann. Das Format der offenen Sprechstunde hat nur wenige Voraussetzungen. Es braucht einen regelmäßigen Termin, zum Beispiel jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr. Es braucht einen festen Ort, zum Beispiel eine bestimmte Ecke in der Mensa. Und es braucht mindestens eine Person, die sich in einem Themenbereich XY gut auskennt. Also in der Regel eine Lehrkraft, bei manchen Themen vielleicht auch eine Schülerin, ein Schüler oder eine externe Person. Wenn das zusammen jetzt in einem Team oder einem Kollegium gut kommuniziert wird, kann die offene Sprechstunde zum Themenbereich XY starten. Das heißt, Menschen mit einer Frage, einem Problem oder sonstigen Bedarf nach Austausch kommen einfach zum vereinbarten Zeitpunkt, zum vereinbarten Ort und finden dort mindestens eine kompetente Person. Eine feste Zeit plus ein fester Ort plus mindestens eine kompetente Person. Damit steht das Format. In der Praxis ist die klare und kontinuierliche Kommunikation von entscheidender Bedeutung, damit dieses Angebot im Bewusstsein derjenigen verankert ist, die es nutzen sollen. Und von zentraler Bedeutung für dieses Format ist der Umstand, dass interessierte Personen in der Regel erst dann kommen, wenn sie ein konkretes Anliegen haben. Es ist also ein sehr nachfrageorientiertes Format. Es handelt sich um eine offene Sprechstunde, zu der man ohne Anmeldung erscheinen kann. Die Hürde soll möglichst niedrig sein, auch und gerade für vermeintlich dumme Fragen. Dieses Format verbindet die Idee eines Beauftragten für ein Thema mit einem Coaching-Ansatz, will aber das Angebot vor allem einfach und niedrigschwellig anlegen. Dafür ist ganz wichtig, dass Formalisierung und psychologische Hürden vermieden werden. Dazu gehört die Auswahl des Ortes, aber auch die Ausgestaltung der Expertenrolle. Der Experte oder die Expertin soll nicht als unfehlbare Autorität auftreten, wie es zum Beispiel möglicherweise manchmal manche Ärzte tun. Vielmehr geht es um Gespräche auf Augenhöhe und um die Förderung der Bereitschaft, sich weiter mit einem Thema auseinanderzusetzen. Wenn das Format gut läuft, lautet ein typischer Praxisbericht dazu etwa so. Ich war ja schon etwas länger Beauftragter für dieses Thema und eigentlich wussten alle, dass sie mich jederzeit ansprechen können und nicht nur eine Stunde pro Woche. Aber seit es die Sprechstunde gibt und die Leute davon wissen, kommen zu mir deutlich mehr Menschen mit in der Regel klarer formulierten Anliegen. Was die unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten betrifft, so lässt sich hier zunächst an den Eckdaten als Stellschrauben drehen. Bei der Zeit kann man die Frequenz, also die Häufigkeit der Termine angehen. Je häufiger, desto einfacher ist der Zugang. Wenn eine Sprechstunde beispielsweise nur einmal pro Monat stattfindet, dann ist sie eher nicht für akute und aktuelle Fragen aus dem Alltag geeignet. Die Dauer kann sehr unterschiedlich ausfallen und hängt natürlich in erster Linie davon ab, ob man mit 1, 2 oder 12 Personen rechnet. Der Ort kann prinzipiell frei gewählt werden. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man einen Ort wählen, an den Menschen gerne kommen. Von entscheidender Bedeutung ist die Ansprechperson, die man in der Sprechstunde aufsuchen kann. Im besten Fall ist diese Person erstens fachlich kompetent und kann zweitens auch noch gut zuhören und erklären. Und dann, das wird wirklich gern übersehen, muss die Sache noch gut kommuniziert werden. Die beste Sprechstunde hilft nichts, wenn sie nicht im Bewusstsein der Zielgruppe etabliert wird. Sprechen wir über Variationen. Variation 1 habe ich Lauschmodus genannt. In einer ärztlichen Sprechstunde ist ja vorgesehen, dass alle vor der Tür des Experten warten und dann einzeln hereingerufen werden. Hier geht es jetzt um das Gegenteil, also um eine offene Tür und dass man auch mal zufällig einfach mitkriegt, was andere Kolleginnen und Kollegen beschäftigt.
Denn genau das ist ja hilfreich für Lernen und Austausch. Insofern handelt es sich hier nicht um eine Variation im engeren Sinne, sondern eigentlich um den hiermit empfohlenen Standardmodus. Eine offene Tür. Variation 2. Voranmeldung. Vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, ist es eine zwiespältige Entscheidung, wenn man aus einer offenen Sprechstunde eine Sprechstunde mit Voranmeldung macht. In der Regel wird damit die Hürde für Interessierte erhöht. Andererseits kann eine Terminvergabe sinnvoll sein, wenn es um vertrauliche Themen geht oder eine konzentrierte Auseinandersetzung in einem 1-zu-1-Setting notwendig ist. Variation 3, Expertenrotation. Es ist denkbar, dass die Rolle des Experten, der Expertin, nicht nur durch eine Person übernommen wird. Wenn mehrere Personen sich die Aufgabe teilen, kann die Gruppe sich in einem kleinen Dienstplan festlegen, wer zu welchem Termin die Sprechstunde übernimmt. Variation 4, Coworking-Modus. Denkbar ist auch, dass Menschen in einer Sprechstunde nicht nur eine Frage klären und dann wieder gehen, sondern ganz konkret an einer Sache weiterarbeiten. Hier ist die Grenze zu anderen Formaten wie Werkstatt, Hackathon oder Booksprint fließend. Diese Formate stellen wir in einem anderen Kapitel unseres Lernangebots gesondert vor. Variation 5, von der Anlaufstelle zur Community of Interest. Eine Community of Interest ist eine Gruppe von Personen, die durch ein bestimmtes Interesse miteinander verbunden ist. Eine Sprechstunde kann, mit Betonung auf kann, die Geburtsstätte einer solchen Community of Interest sein. Bei besonders hohem Interesse wird aus einer Sprechstunde eine kleine Community, die aus einer Anlaufstelle einen Treffpunkt macht, an dem der Austausch nicht nur mit einem Experten, mit einer Expertin, sondern auch untereinander stattfindet. Eine solche Community lässt sich der Erfahrung nach nicht forcieren. Man kann nur die Bedingungen für ihr Entstehen erleichtern. Dabei sollte auch die Bedeutung von Kleinstgruppen mit nur 2, 3 oder 4 Mitgliedern nicht unterschätzt werden. Wenn diese Personen eine solche Möglichkeit nutzen, dann ist es für sie ein ganz entscheidender Fortschritt zum vorherigen Status, nämlich gar keine anderen Personen für den Austausch im direkten Umfeld zu haben. Variation 6, nicht nur offen, sondern öffentlich. Das Format der Sprechstunde kann auch über die Grenzen einer Schule hinaus eingesetzt werden. Auf der Textebene unseres Lernangebots haben wir dazu einen Textabsatz aufgeschrieben. Soweit ein Überblick über das Format sowie seine möglichen Stellschrauben. Am Anfang des Videos hatte ich Ihnen von der Rolle des Go-To-Guys erzählt. Wenn es so eine Person schon gibt, dann kann das Sprechstundenformat quasi eine Institutionalisierung dieser Rolle sein. In Schulen möglicherweise mit dem schönen Nebeneffekt, dass diese Leistung dann auch formal anerkannt wird. Und ich gehe jetzt los und beantworte die Frage des Kollegen von vorhin. Los geht's!